Triathlon boomt. Dementsprechend gibt es natürlich viele Veranstaltungen und es ist gar nicht so leicht, einen Überblick zu behalten. Wenn du neu in dem Sport bist, weißt du vielleicht noch nicht, welche Grundlagen du hast, um deinen ersten Triathlon auszuwählen. Ich zeige dir in diesem Video einige Elemente, die du berücksichtigen kannst, damit du für deinen ersten Triathlon bereit bist. Um deinen ersten Triathlon auszuwählen, gibt es einige Elemente zu berücksichtigen. Vor allem wichtig sind zwei Dinge: die Vorbereitungszeit, die du hast, und dein allgemeines Fitnesslevel. Wenn du schon sehr sportlich bist und auch in der einen oder anderen Sportart, Schwimmen, Radfahren oder Laufen, schon wirklich fit bist, brauchst du natürlich nicht so viel Bammel zu haben vor deinem ersten Triathlon, dahingehend, dass du schon eine längere Distanz vielleicht wagen könntest. Ich würde dir trotzdem empfehlen, dadurch, dass es ja auch einen fliegenden Wechsel zwischen den drei Distanzen gibt, das in einer ruhigeren Atmosphäre einmal zu testen. Das bedeutet, am Anfang vielleicht eher eine kürzere Distanz nehmen und vielleicht nach Ende hin dann eine längere Distanz zu nehmen. Das hilft dir dabei, die Abläufe kennenzulernen, das Reglement kennenzulernen und allgemein Triathlonluft zu schnuppern. Ein Rennen ist immer was anderes als im Training und die nächsten Elemente helfen dir dabei herauszufinden, welchen Triathlon du für deinen ersten auswählen kannst. Kommen wir zum ersten Kriterium, das zur Auswahl steht: Pool oder Open Water. Es gibt bei uns im deutschsprachigen Raum eher weniger Triathlons, wo du wirklich auch in einem Pool schwimmen kannst oder wo du halt die Schwimmdisziplin im Pool absolvierst. Die meisten sind im Open Water. Open Water Schwimmen versus Pool Schwimmen ist natürlich ein Riesenunterschied. Warum? Ist die Orientierung viel, viel schwieriger und du hast einfach eine Menge an Athleten um dich herum. Also am Start kannst du schon mal richtig gut wurlen. Das heißt, für deinen ersten Triathlon ist es wichtig herauszufinden, welche Challenge du annehmen möchtest. Es wird wahrscheinlich ein Open-Water-Rennen sein. Dahingehend kann ich dir ein paar Tipps geben. Stell dich vielleicht nicht ganz vorne hin, drängel dich nicht vor, es bringt dir nichts, eher am Rand hinstellen, um zu dieser ersten Waschmaschine zu entgehen. Manche Athleten haben am Anfang sehr viel Respekt vorm Schwimmen, also hier auch wieder ruhig bleiben, eher ein bisschen hinten und auf der Seite platzieren und so mal die ersten Züge im Open Water machen, die du übrigens natürlich auch vorher üben solltest. Wenn du bei einem Open Water Rennen startest, ist es auch ganz wichtig für dich zu entscheiden, möchtest du schon einen Neopren haben oder noch nicht. Wenn du noch keinen hast oder auch noch keinen kaufen möchtest, weil du hineinschnuppern möchtest, gar kein Problem. Dann wähle aber eher einen Wettkampf aus, der in den Sommermonaten liegt und nicht vielleicht gleich im Frühjahr ist, weil da ist die Chance höher, dass die Wassertemperatur mehr ist. Das heißt, es gibt hier in den Sportordnungen der Verbände ganz klare Regeln, wann darf ein Neopren angezogen werden und wann nicht und wann muss er sogar angezogen werden. Also eher in den Sommermonaten mit dem ersten Triathlon starten. Du brauchst noch keinen Neopren, ein Treesuit oder eine Badehose reichen für deinen ersten Bewerb. Je nachdem, wie der Triathlon oder wo der Triathlon stattfindet, sind die Radstrecken irrsinnig unterschiedlich. Das beginnt schon beim Höhenprofil. Es gibt sehr flache Strecken, Bodersdorf zum Beispiel ist eine ganz flache Strecke und es gibt sehr bergige Strecken. Das bedeutet wiederum, du musst auch dein Material ein bisschen berücksichtigen. Möchtest du mit einer anderen Übersetzung fahren, als du zum Beispiel trainierst? Vielleicht am Anfang nicht. Das heißt, es bietet sich an, ein Rennen zu wählen, das eher ein einfaches Streckenprofil hat. Streckenprofil definiert sich aber nicht nur über Höhe, sondern auch über zum Beispiel die Anzahl der Kurven. Viele Kurven, wenn du mit einem Aerolenker fährst zu Beginn und das noch nicht so technisch gewohnt bist, sind auch eine Herausforderung. Vielleicht hier auch eher geradere Strecken mit weniger Kurven, kommt dir entgegen. Bedeutet für dich in der Vorbereitung, warum nicht auch auf ähnlichen Profilen trainieren, wie bei den Strecken, wo dein erster Triathlon stattfindet. Noch besser, schau dir die Strecken vor Ort an. Die meisten Veranstalter haben ihr Streckenprofil, aber auch ganz genau Streckenkarten auf ihren Homepages zu den Veranstaltungen hinterlegt. Das heißt, du kannst dir das runterladen, manche haben sogar GPS-Profile, ladest dir in deinen Radcomputer ein, fahr die Strecke im Vorfeld ab, nutze die Zeit in deiner Vorbereitungszeit, nutze die Strecken zum Trainieren.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist auch die Distanz zu deiner ersten Veranstaltung. Warum? Für den moralischen Support. Wirklich, sprich deine Familie an, deine Freunde, sie sollen mitkommen, sie sollen dich unterstützen, anfeuern. Ich kann dir sagen, so ein Triathlon ist ein emotionales Erlebnis. Lokale Triathlon-Vereine veranstalten wirklich tolle Veranstaltungen mit sehr viel Herzblut. Auf der einen Seite unterstützt du natürlich dann auch die lokale Triathlon-Community. Auf der anderen Seite hast du hier oft einen herzlichen Zugang, wo die Athleten sehr im Vordergrund stehen. Vom Budget her kannst du rechnen, du musst hinfahren, du musst Nenngebühren entrichten, du brauchst auch eine Lizenz, du kannst bei den meisten Rennen, du kannst bei allen Rennen eine Tageslizenz vor Ort lösen. Es muss noch keine Jahreslizenz sein. Wenn du dich aber dazu entschließt, wirklich mit Triathlon zu starten und mehrere Veranstaltungen zu besuchen, so empfehle ich dir auch eine Jahreslizenz deines nationalen Triathlon-Verbandes. Du sparst hier wirklich Geld bei den Veranstaltungen, hast oft noch einen tollen Versicherungsschutz dabei. Das heißt, lokale Rennen bieten sich an, vor allem wenn es um Preis-Leistung geht, für deine ersten Schritte. Ich als Organisator von Austria Triathlon in Podersdorf kann dir natürlich nur unser Rennen auch ans Herz legen. Wir haben ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, bei uns stehen die Menschen, ihr Athleten im Vordergrund. Eine gesperrte Radstrecke mit einer Fabelzeit über die 180 Kilometer von 4:01, sprich flach und schnell, und ein Wochenende für die ganze Familie. Ich hoffe, diese Tipps und diese Kriterien haben dir geholfen dabei, deinen ersten Triathlon auszuwählen. Für weitere Videos bleib dran, wir melden uns bald wieder bei dir.